hat heimlich das Boot weggeschafft. Hat er das bloß angestellt? Moin moin meine Lieben, da sind wir mal wieder mit GTA. Es ist lange her, ich weiß, GTA Online geht demnächst auch mal wieder ein bisschen weiter. Aber heute schauen wir uns mal etwas an, was vielleicht ein bisschen interessant ist für manche. Und zwar, ihr kennt ja die GTA Story Modus, da verkauft der Sohn von Michael das Boot von Michael, die Yacht. Und wir wollen mal schauen, ob wir die Yacht sehen können, beziehungsweise ob die Yacht hier irgendwo vor Anker liegt, bevor Jimmy die verkaufen konnte. Ja, wir sind jetzt, ich habe jetzt hier einmal angespielt. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir in den freien Modus gehen können. Ja, schauen wir einfach mal, ob wir die Yacht finden. Die dürfte ja eigentlich nicht weg sein. Das dauert noch ein paar Missionen, glaube ich, bis man einfach da ist, wo die Yacht dann verkauft wird von Michael. Ich werde jetzt einfach mal zu dem Dock fahren. Ich meine, die Yacht muss ja hier in Los Santos irgendwo liegen. Ich gebe uns hier die Chance oder so. Würde mich wundern, wenn doch. Wow. So, wir sind jetzt hier gleich an dem Hafen, an dem normalerweise die ganzen Yachten und so weiter liegen. Theoretisch, ja, theoretisch müsste die Yacht von Michael da irgendwo sein. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay. Hier liegt schon mal keine Yacht. Da ist auch nichts. Sieht so aus, als wäre die Yacht nicht da. Aber ein Boot ist da. Das ist ganz praktisch. Wir fahren jetzt mal Richtung Santa Monica Pier. Oh, hier haben wir nichts außer links. Ja. Die Sache ist jetzt, wir sehen jetzt schon den roten Punkt auf der Karte. Da ist der Hai. Man könnte jetzt meinen, das könnte Michaels Yacht sein. Aber warum ist die Yacht verlassen? Das Problem ist, es ist nicht Michaels Yacht, weil das hier ein Easter Egg sein soll vom weißen Hai. So eine Anspielung auf den Film. Die Leute waren einfach hier mit ihrer Yacht, sind schwimmen gegangen und wurden von dem Hai gefressen. Ja? Ich weiß, es gibt Videos, da wird gesagt, das ist die Yacht von Michael, ist sie aber nicht. Schön wäre es natürlich. Die Yacht von Michael würde nämlich nicht hier blöd rumstehen. Außer wir haben irgendwie verpeilt, dass Michael noch ein drittes Kind hat, welches mit der Yacht draußen war und dann gefressen wurde. Wenn ich jetzt hier ins Wasser gehe, bin ich tot. Ey, das ist so beabsichtigt, das ist einfach dieses Easter Egg. Ich kann es euch einfach nur sagen, man kann die Yacht nicht finden, das ist einfach was geskriptet und ich glaube nicht, dass die sich da die Mühe gemacht haben bei Rockstar, von wegen, vielleicht hat ja einer Lust, die Yacht zu suchen. Also platzieren wir die ja irgendwo. Unnötige Arbeit im Grunde, wäre ein lustiges Easter Egg auf jeden Fall, aber es ist einfach nicht so. Tut mir leid. Wenn ihr da was anderes gesehen oder gehört habt, leider nicht. Aber trotzdem interessant, so jetzt mal einfach zu prüfen. Und wir können ja mal gucken, ob wir die fahren können. Theoretisch könnten wir sie fahren. Naja, na gut. Das war's auf jeden Fall eigentlich. Mehr können wir nicht machen, außer jetzt noch mit dem Hai kämpfen. Komm her! Komm her! Wir spielen jetzt der weiße Hai Extreme. Ich weiß, du bist geil. Auf mich. Komm schon, komm schon. Versucht uns von den Booten wegzulocken. Oh, schwimm, er kommt. Jetzt ist es wieder die Frage, ist es wirklich ein Einspiel auf der weiße Hai? Der weiße Hai hätte mich schon längst getötet. Nein. Warte mal, wo ist mein Boot? Hi. Du musst einen Komplizen haben. Der Komplize. Heimlich das Boot weggeschafft. Hat er das bloß angestellt? Dein Komplize war scheinbar nicht so schlau, es weit genug wegzuführen. Ich könnte dorthin schwimmen. Der Hai ist weg. Ah, merkt ihr das? Der Hai. Der Hai. Ah, der scheiß Hai hier.
Er hat gecheckt, dass wir es gecheckt haben. Also ist er schnell davongeschwommen. Wir haben seinen düsteren Plan durchschaut. Und er dachte sich, boah, sehr intelligent. Jetzt muss ich hier weg. Gibt kein Happer-Happer mehr. Er hat meinen Evil Plan durchschaut. Und wird mich jetzt ins Fischgefängnis bringen. Oh mein Gott. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen mal wieder. Und yeah. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst die Glocke erklingen, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Euer Onkel. Ciao. Auf Wiedersehen.